Die brisante Liste umfasst 40.000 Suchkriterien des US-Geheimdienstes NSA, etwa E-Mail-Adressen oder Telefonnummern. Und sie bleiben unter Verschluss. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Klage der Opposition auf Herausgabe der sogenannten Selektorenliste für den Bundesnachrichtendienst abgewiesen. Denn das Geheimhaltungsinteresse der Regierung sei in diesem Fall höher zu bewerten als das Informationsinteresse des NSA-Ausschusses. Über einen Internetknotenpunkt fischte der Bundesnachrichtendienst Daten ab und durchsuchte sie. Vorgaben und Suchbegriffe kamen vom US-Geheimdienst NSA, die sogenannten Selektoren. Die Bundesregierung verweigert den Abgeordneten die Einsicht in die Selektorenliste. Mitglieder des NSA-Untersuchungsausschusses verlangten darum die Herausgabe. Dazu sagte das Bundesverfassungsgericht heute Nein. Die Richter des Zweiten Senats betonten, zum Schutz der Bürger und des Staates vor Terroranschlägen müsse in diesem besonderen Fall das Interesse des Untersuchungsausschusses zurücktreten. Da die Bundesregierung den Vereinigten Staaten im Hinblick auf die Selektorenlisten Vertraulichkeit zugesagt hat, würde eine Weitergabe der Listen an den Untersuchungsausschuss die Aufgabenerfüllung der deutschen Nachrichtendienste nachhaltig beeinträchtigen, weshalb eine Sicherheitslücke naheliegt. Die Kläger von Linkspartei und Grünen kritisieren die Entscheidung aus Karlsruhe. Sie hat zur Konsequenz, dass weite, entscheidende Bereiche der Geheimdienstarbeit der parlamentarischen Kontrolle entzogen werden. Immer wenn es eine Kooperation mit einem anderen Nachrichtendienst gibt, dürfen wir in relevante Teile dieser Kooperation nicht reingucken. Und das verlagert die Kontrolle zynischerweise auf Whistleblower. Karlsruhe betonte, dass die Bundesregierung über weiten Beurteilungsspielraum verfüge und ansonsten den Untersuchungsausschuss präzise informiert habe.